Herzlich willkommen zurück zum Müffinen Matthias bei uns in der Taverne, die eigentlich bis jetzt sehr gut läuft. Wir haben zwar noch so einiges vor, wir machen erstmal den nächsten Tag. Was ist denn hier los? Warte mal. Ah, hast du wieder... Nee, hast du nicht. Wieso geht's dir nicht gut? Die Mitarbeiter sind 33% zufrieden, erhöht seine Zufriedenheit oder sein Level, um die Zufriedenheit zu verbessern. Ja, wie Level erhöhen können wir aktuell nicht? Sie ist trotzdem nicht zufrieden. Ah, gut, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil sie so viel zu tun hat. Mehr gibt's aber aktuell nicht. Das sind schon 5 mehr, Mensch. So, aber wir müssen sie jetzt zufrieden kriegen. Wir müssen sie zufrieden kriegen. So, hier haben ein paar neue gekriegt. Klicke auf die Lichtquelle für Infos zur Brandgefahr. Kaufe eine Bühne für Musiker. Das haben wir alles noch vor. Wir haben noch einiges vor. Wir müssen mal erstmal ein bisschen Geld verdienen. Hier. Schlechtes Wachs und Öl pro Tag 10. Alles klar, Lichtquelle insgesamt 4. Mittleres Wachs. Oh, das wird auch immer teurer. Sehr gutes Wachs, okay. Geringes Risiko eines Feuers. Ich glaube, warte mal, da brauchen wir jetzt gerade nichts ändern, ne? Das kriegen wir noch hin, da brauchen wir jetzt noch nichts ändern. Wie gesagt, wir wollten als nächstes erstmal das Limo-Fass, das finde ich schon sehr wichtig. Erst dann so haben wir genug. Wie gesagt, die Bühne für Musiker möchte ich gerne noch haben. Ich möchte so noch ein bisschen Deko haben. Das soll ja schon alles lüften. Das haben wir jetzt, ne? Ja. Sehr schön, wir sind schon mal 23. Kommt alles noch. Der Laden brummt ja bei uns. Sehr schön, sehr schön. Der Müffel der Matthias läuft uns sehr, sehr gut. Wir haben Gewinn gemacht den letzten Tag. Ja. Gut, gut. Rot ist halt Minus. Wir haben, ja gut, ein paar Ausgaben haben wir immer. Aktuell haben wir, das waren die Gehälter, ne? Müssen wir erstmal wieder reinholen. Kriegen wir alle sehen. Wie gesagt, die sind alle gut am Spachteln, alle gut am Saufen. Ich hoffe, dass wir, wenn wir die Limo haben, die kostet leider 200, jetzt müssen wir ein bisschen Geld machen, dass wir da reinkriegen. Ich glaube, einer der Gründe, warum sie immer so schlecht gelaunt ist, ist einfach, sie kommt einfach nicht hinterher. Wir brauchen eine zweite. Aber erstmal die Limo. Wir brauchen unbedingt eine zweite Kellnerin. Das geht nicht anders. Die kommt ja kaum noch mit und die Kunden werden halt auch unzufrieden, wenn sie zu lange warten müssen. Aber erstmal die Limo. Limo-Fass selber kostet 200, aber ich vermute mal, wir müssen es noch auffüllen, was auch noch Geld kostet. Das möchte ich gerne ein bisschen mehr als 200. Aber es gummt ja. Also Geld geht hoch. Jetzt haben wir aktuell... Ja, jetzt sind wir auch wieder im Plus. Gehälter haben wir schon raus. Sehr schön. Ich hoffe nur, wir kriegen kein Feuer. Wir haben so einen Feuerlöscher. Oder soll zumindest ein Feuerlöscher sein. Ich meine, das ist ein Eimer. Es ist einfach ein Eimer. Essenbestellung kommt wahrscheinlich auch noch mehr, sobald das Essen besser wird. Und ich glaube, dafür müssen wir ihn hochskillen. Der ist aber noch nicht so weit. Bin mir da aber noch nicht so sicher, ob das wirklich daran liegt. Kann auch sein, dass wir dafür diese Events machen müssen, die wir gerade erforschen. Sie bestellt wieder Essen für die Gäste. Sehr schön. Und sie schafft das kaum noch abzuräumen. Doch hat es angefangen. Herr Guma. Die Schwester Olga kommt auch gerade rein. Auch Schwester Olga bestellt bestimmt wieder Wasser, oder? Dann werden wir gleich sehen. Die Olgas bestellen immer Wasser. Ich weiß nicht warum. Garantiert, das werden wir gleich sehen. Essen hat er auch fertig. Aber Essen ist gut. Essen bringt sehr viel Geld. Essen ist immer gut. Ja, ich glaube, umso schneller sie bedient, umso mehr Gäste kriegen wir, ne? Kann er sein? Was kriegen wir hin? Na? Ah, gut. Na? Ah, ist nicht die Olga. Ich sage ja, die Olga will bestimmt Wasser haben. Ah, gut, Geld läuft ja schon wieder sehr gut. Also bei 271 sind wir. Ich denke mal, ich werde jetzt bis zum Ende des Tages warten, wegen Auffüllen und so Kram. Können wir die Limonade kaufen? Ich hoffe es. Also werden wir sehen. Dort sind noch mehr Essen bestellt. Dann nimmst du gerade die Bestellung auf. Okay, ab und zu nimmst du... Manche bestellen so mit einfach Hand hoch. Oh, die Olga will was für Essen, wie es aussieht. Essen ist immer gut. Was ist los, Olga? Was ist los? Wieso hältst du die Hände davor? War das Wasser nicht heilig genug? Hätte doch nicht mal was gekriegt. Kommt doch mal, wir sind aber bei 283. Also wir machen aktuell Gewinn. Da kann man sich nicht beschweren. Immer mit der Ruhe. Wir haben ja keinen Stress. Wir kriegen das hier nach und nach schon alles ausgebaut. Die gute Ellie ist. Jetzt können wir sie befördern. Natürlich. Gut, aber jetzt ist sie auf jeden Fall glücklich. Jetzt ist ihr Lohn auch übertrieben hoch. Aber wir haben immerhin einen Skillpunkt.
Treppensteiger, ich denke mal, das wird später wichtig, aber aktuell... ich hau mal einen Punkt in Trinkgeld. Weiß nicht, ob wir das Geld kriegen, glaube ich nicht, aber vielleicht wird sie dadurch glücklicher. Das kassiert garantiert sie ab. Ja, obwohl, sieht so aus, als zählt es von mir zu. Hey, Olga hat sich was zu essen bestellt, da klappt es doch. Der Tauch geht auch zur Neige, aber wir sind bei 355. Wir haben gut Gewinn gemacht. Wir haben sehr gut Gewinn gemacht. Davon haben wir noch genug. Davon haben wir auch noch genug. Das Lüft aber. Sehr schön. Den kommt gleich die gute Limonade. Obwohl ich mich da ja frage, keine Ahnung, aber gab es im Mittelalter zu der Zeit, wo das Spiel schon Limonade? Ich bin mir da nicht so sicher. Wahrscheinlich eher ausgepresster Zitronensaft oder sowas. Aber gut. Gut, da wurde nochmal Essen bestellt. Forschung ist auch fast durch. Ich glaube, für die anderen Forschungen brauchen wir eine spezielle Geste und dafür müssen wir es hier erstmal hochkriegen. Aber das wird schon klappen. Ja, also 390, das war ein sehr lukrativer Tag heute. Ja. Da kann man sich nicht beschweren, ne? Bisschen kommt noch, vermute ich mal. Das war die Forschung. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Veranstaltung. So kannst du Veranstaltung planen. Schritt 1, klicke auf die Schaltfläche Veranstaltung. Schritt 2, klicke auf die Schaltfläche Plus. Schritt 3, wähle die Veranstaltung bestätige mit einem Klick. Schritt 4, warte auf den Tag der Veranstaltung. Okay, die haben wir freigeschaltet. Das sind die da, ne? Samstag, 29. Juni, keine Veranstaltung geplant. Ja gut, den haben wir heute, ne? Wir mal gucken, mal Sonntag. Stammtisch, Weinverkostung, das können wir alles noch gar nicht machen. Schlachtsiegfeier. Gäste 40, Belohnung 1000. Bier, Ale, okay, für 10. Okay, dann würde ich, aber ich habe noch kein Ale. Zusammen hast du 280, ich bräuchte 3750 dafür. Und das Rezept? Okay, gibt es überhaupt irgendwas, was ich ja schon machen kann? Hier fehlen ja überall noch Sachen. Oder krieg ich das da? Ich bin mir da nicht sicher. Ne, das sind die Anforderungen, ne? Ich kann aber auch keine Veranstaltung machen, weil wir das alles noch nicht haben. Okay. Warum ist das ein Game? Bier, 11 für 10, Schlachtfeier. Ich probiere es einfach mal. Du hast nicht genug Ansehen. Nee. Ich kann überhaupt keine Veranstaltung machen. Okay. Machen wir einen Versuch wert. Sehr schön, aber wir haben einen Plus von 227 gemacht. Sehr schön. Da kommen wir schon noch hin. Eins nach dem anderen. Hey, gesucht, das lüft alles. Einmal kurz. Haben wir noch genug? Das geht noch. Einmal Limonade fast. Das kommt jetzt auf jeden Fall. Und so 150 mit auffüllen. Sehr schön. Siehst du, das Geld mich fast weg. Das dachte ich mir. Aber wir können eigentlich alles mal kurz nachfüllen. So, dann alles wieder voll. Sind zwar so gut wie pleite, aber davon haben wir noch genug. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, warte mal, bevor wir jetzt weitermachen. Kauf ein Fass Limonade, das haben wir jetzt. Wunderbar, da sind wir fast. Kauf eine Bühne für Musiker müssen wir noch. Ein Durchschnitt von Essen, das kriegen wir schon noch hin. Forschung, können wir schon was Neues machen? Na gut, hier wird schon schwierig. Du bekommst diese besonderen Gäste, indem du Veranstaltungen organisierst, was wir ja noch nicht können. Und die Essensbewertung viel besser ist. Ja, ich kann es auch noch nicht, oder? Also ich kann es erforschen, aber... Kamingrill? Abenteuer? Was ist denn Abenteuer? Ich weiß es nicht. Ich erforsche es einfach mal. Finden wir schon noch raus. Und wir belüft alles sehr gut. Wir starten den nächsten Tag. Wir brauchen wieder Geld. Hier haben wir jetzt auch neue Aufgaben. Jo. Kauf eine Bühne hatten wir vorher schon. Sorge dafür, dass das gesamte Personal über 80% zufrieden ist. Aber einen Durchschnitt von 0,5 Bier, das haben wir. Bereite Apfelkuchen 7-mal vor. Okay. Erstmal rin mit den Gesten. Erstmal rin. Wir kriegen das schon alles hin mit dem Ansehen. Alles kein Problem. Wieso? Wir haben ja noch... Wir haben Zeit, ne? Wir haben Zeit. Ich muss mich mal ein bisschen um Deko kümmern. Als nächstes kommt erstmal die Musikerbühne an. Da ist alles voll befüllt. Ich bin mal gespannt, ob da auch Leute jetzt ein Limo bestellen. Das wäre sehr schön. Ja, gut, da ist schon die erste Limo. Ah, die gibt 3 wie Bier. Also mehr als Wasser. Sehr schön. Jetzt bestellen sie nur noch Limo, oder was? Na, ich hat einer einen guten Humpen getrunken. Wunderbar. Was waren Apfelkuchen?
Aktuell sind wir minus wegen Gehälter, ne? Ja, die Alte ist ja echt teuer geworden. Gut, aktuell schafft sie es, aber wenn der Laden voll wird, ne, dann kommt sie nicht mehr gegen an. Bin echt da überlegen, aktuell machen wir ja genug Geld. Geld, das ist mein Koch. Mal gucken wir mal. Morgen Koch, haut ein Level ab. Sehr schön, der wird ja auch schon teurer. So, für Suppen, für Desserts, Geschwindigkeit, jetzt mal die Desserts. Sehr schön. So, damit wir dann plus kommen, was haben wir hier? Haben wir was fertig? Jo, 80% alles am Personal ist zufrieden. Wunderbar. Ist so mal, gab extra Geld. Das freut mich. Was kostet denn, das müsste ich jetzt mal gucken, die Musikerbühne? Sitzplätze, Dekoration, Lichter, nein, Spezial, das ist in der 120. Problem ist, die ist relativ groß, ne? Damit es alles nicht so gequetscht aussieht, müsste ich hier quasi einen kleinen Anbau machen. Naja, ob das hier noch passt, ne? Damit kann er nachher ausbauen und nach da, ne? Es geht ja über mehrere Stockwerke. Ah, die Musikerbühne. Hätte ich schon gerne hier so ein bisschen, so einen kleinen Extra-Bereich. Wird schwierig im Moment. Ich meine, ich kann sie hinquetschen, ja. Aber ob das so... Erstmal, ich meine, man kann es ja später verschieben. So viel wissen wir ja. Ah, erstmal, ne? Erstmal. Wunderbar. Den kommt vielleicht auch Musiker, ich weiß es, ne? Okay, keine einköpfige Band, 8 Lieder. Gäste warten 10 Sekunden mehr auf dieser Etage, okay? Bringt plus 7 mehr Zeit, ja, Alter, hier 50 pro Tag, zweiköpfige Band. Gäste warten 20 Sekunden mehr. Uiuiuiui, 15 Lieder, vollständige Band. Okay. So, dreh die Band zum Publikum. Deine Auswahl wird morgen angewendet. Alles klar. Also ab morgen. Das kostet teuer Geld. Mal gucken, ob das klappt. Auf jeden Fall, das haben wir. Ah, wir sind doch schon fast bei dem 40. Das ist ein Deko, ne? Jetzt muss man aber echt erstmal Gewinn machen. Wie gesagt, das hätte ich schon gerne später in einem extra Bereich. Aber eins nach dem anderen. Wir brauchen unbedingt mehr Fenster. Ich bin auch mal gespannt, wie das denn nachher abläuft. Mit den anderen Etagen und so. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Davon Weizen müsste ich mal nachbestellen. Ich brauche aber auch unbedingt eine zweite Kellnerin. Unbedingt. Einstellen Personal. Das war wo? Hier? Nein? Wo konnten wir nochmal Personal einstellen? Hier ist das auch nicht. Das war die Events. Da anheuern. Ich hätte ja schon gerne, dass sie lief, die noch eine Alice, Brenner und Marian. Geschwindigkeiten nicht tragen, aber ansonsten ist sie sehr, sehr langsam. 4 Getränke, 5 Getränke. Wir nehmen die Marianne. Einstellen. Wunderbar. Wie gesagt, umso schneller werden die Gäste hier. Ist vielleicht jetzt nicht die Chance, aber guck mal, wir verdienen gerade dick, also daher. Wird das schon klappen? Dann kriegen sie das vielleicht ein bisschen schneller hin, hier die Gurken zu bedienen. Das ist ja auch alles voll hier. Die machen ja zurzeit beide. Also ich weiß, man kann es einstellen. Kommt auch noch. Aber umso besser läuft das hier. Guck mal, umso besser. Wen sie hier bedient. Das muss sein. Das muss sein, ja. Hey, jetzt haben beide gerade nichts zu tun. Na doch. Geht schon wieder los. War noch eine kurze Verschnauspause. Aber wie schnell das Geld hier gerade reinkommt. Das rennt ja regelrecht. Die Bude ist voll. Sehr schön. Essen gibt's auch nochmal. Oh, das werde ich gleich mal nachbestellen. Am Ende des Tages, selbstverständlich. Davon haben wir noch genug. Jo. Ah, herrlich. Ich mag das Spiel. Das ist wieder so ein schönes, entspanntes Spiel, wo man auch einfach mal abschalten kann. Zugucken kann. Wie sie sich hier die Hucke vollhauen. Mit Wasser. Made. Lüfto, die sind wirklich beide voll am Arbeiten. Also war schon eine gute Entscheidung, den zweiten einzustellen. Eine sehr gute Entscheidung. Und ich glaube, wir brauchen so oder so später mehr. Hättest du auch das Bier mitnehmen können? Essen wird auch mehr. Oh, guck mal, wie das Geld jetzt gerade hoch hast. Oh, die beste Entscheidung ever.
Getränkeverkauf, Essenverkauf, Boni, alles klar. Bei Boni sind die Trinkgelder, kann das sein? Die Bude wird völlig überrannt. Mensch, rein zu Geldsiegen. Wir kommen gerade, ja, über 300 wollte ich gerade sagen. Morgen haben wir noch eine Band, die ein bisschen spielt. Weil die Leute warten ja auch nicht ewig, ne? Die wollen ja auch bewirtschaftet werden. Gut, die eine räumt schon mal ab. Sehr schön. Wunderbar. Wow, 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 wow. Okay, aber umso schneller wird sie auch leer, ne? Ich muss auf jeden Fall Weizen nachbestellen, aber das können wir uns auch gleich leisten, ohne Probleme. Machen wir am Ende des Tages, ist eh gleich rum. Ich glaube, das sind jetzt die letzten paar Gäste hier. Aber das gab einen dicken Gewinn. Okay. Das freut mich. Also schön, während die eine hier serviert, kann die andere schon mal abdecken. Hoffe, die vertragen sich auch. Ja, zwischendurch gibt es auch mal Essen. Wir müssen aber unbedingt Weizen nachbestellen. Woher hatten wir bis jetzt noch nicht? Wird hoffentlich auch so bleiben, man weiß ja nie. Schon allein durch die Limo, weil Limo genauso viel Geld einbringt wie das Bier, ne? Sehr schön. Das freut mich, das freut mich. Das kam dick gewinnen. Es dürfen jetzt aber auch die letzten Gäste sein. Tag geht rum. Ja. Komm mal, wie schnell sie die Tische jetzt leer haben. Die eine war wirklich komplett überfordert. Lüft doch alles. Yep, das sind die letzten Gäste, die jetzt gehen. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Komm, meine Dame, wir haben Sperrstunde. Raus. Geht doch. Alles klar, ein Gewinn von 313. Na, das hat sie doch mal gelehnt. Trotz Käufen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Bediente Kunden 40, Sitzplätze sind 16. Ja. Alle zufrieden, alle glücklich. Verärgerte hatten wir keine. Sehr schön. Das freut mich. So, bevor wir jetzt wieder öffnen, einmal kurz ein bisschen Weizen nachkaufen. Ist zwar teuer, weiß ich. Da kaufen wir mal ein bisschen nach. Den Rest haben wir eigentlich noch genug. Das haben wir noch gar nicht wirklich verbraucht. Geht also. Wir können den nächsten... Das haben wir noch genug. Naja, wir können den nächsten Tag beginnen. Jetzt sind wir natürlich beim Minus oder 2 wegen der Musik, ne? Älter Musiker, ja, Wachsul, aber das kriegen wir wieder rein. Das ist, kriegen wir locker rein. Der Tag wird wahrscheinlich genauso erfolgreich laufen. Aber der spielt, glaube ich, auch noch eine bestimmte Zeit, ne? Weil der sieht aus. Okay. Ah, solange die Gäste glücklich sind. Was steht ihr da rum? Wir haben Kundschaft. Ah, die warten ja immer, bis er hier. Genau. Bitte, bitte. Er ist halt auch nicht hier schnell zu der Gute. Der Lohn wird voll. Weiß nicht, wahrscheinlich muss man später auch einen zweiten Barkeeper einstellen oder so, ne? Also läuft da, guck mal, Moneten kommen schon wieder rein. Wurde einer Essen bestellt? Jo, Essen ist immer gut. Essen gibt Geld. Jo. Du müsstest eigentlich ohne Probleme alles köcheln können, du hast genug. Da bin ich mal gespannt, ob wir da noch... Oh, ich muss mal was gucken. Aufgaben. Haben wir was Neues? Apfelkuchen, Kauf für Abenteuertisch, Besitzer 11 Bänke. Ach, du Heilige, den müssen wir jetzt mal ausbauen. Hier? Was soll ich denn hier machen? Das ist alles noch nicht frei. Um dieses Essen zu kochen, brauchst du eine Kiste mit einem Kamingrill. Ah, müssen wir jetzt mal freischalten. Ich glaube, das schalte ich frei, indem das hier hochlevelt oder so, ne? Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Das kriegen wir alle schon noch hin. Was will er denn hier? Er hat doch gar nichts in Level Up. Wieso zeigt er das denn hier? Ach, hier. Da. Mein Hauptgericht. Ah, also tatsächlich. Tatsächlich. Gut, ist teuer. Aber dafür kriege ich auch mehr Geld, ne? Sehr schön. Und hier? Hier, meine Janne. Die haut ein Level Up. Nicht vorher, nicht vorher. Hier, Level Up. So, meine Gute, Geschwindigkeit nicht tragend. Du gehst erstmal Geschwindigkeit tragend hoch. Wunderbar. Was haben wir hier? Ein Durchschnitt von 0,05 für Essen. Wunderbar. Dann werde ich hier bei Orten 30 und Forschung auch fertig. Was ist denn das? So, jetzt die Erklärung. Ja, Veranstaltung geht gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich das erforschen kann, weil ich dafür ja bessere Gäste brauche, die ich halt durch seltenes Essen kriege. Ne? Wir probieren es mal.
Wir probieren es. Auf jeden Fall, Moneten dürfen jetzt natürlich nicht ganz so viel kommen wegen den Ausgaben. Aber wir machen Gewinn. Wir machen Gewinn, trotz Musiker. Das ist doch schön, das freut einen doch. Die zwei schaffen es auch. Esin lüft auch. Wunderbar. Ich meine, der Tag hat erst angefangen, Mensch. Da kommen noch Moneten rein. Ja, guck, wir sind schon wieder bei 125. Vor allem das gute Hauptgericht. Das dürfte jetzt definitiv schon mal mehr Geld einbringen. Da ist ein Hauptgericht, oder? Das Brot, ne? Jo. Gleich mal beobachten, wenn sie das zum Tisch bringen. Was das genau bringt. Ich vermute mal, dass es die Summe, die er eben angezeigt hat, aber... Ja. Sehr schön. Das bringt also, wenn das leer ihr ist ein besser wird, mehr Geld ein. Guck, wir sind doch schon bei 173. Trons Musiker. Das freut mich. Sehr schön. Das ist auch alles noch da. Das ist noch da. Also bestellen brauchen wir jetzt nichts nach. Und der Rubel läuft. Das freut einen. Ich mag das Spiel jetzt schon. Okay, das ist ähnlich. Ich bin mal echt gespannt, wie das mit dem Etagen der abläuft. Ich glaube, da muss man erstmal Treppen bauen oder so. Der müffelnde Matjes ist ein Renner. Und ich glaube, mit dem Abenteuertisch schalten wir neue Rezepte frei, den wir sowieso bauen müssen. Oh, das werden wir sehen. Lassen wir den Tag jetzt erstmal gemütlich durchlaufen. Wir müssen auch das Ansehen dringend höher kriegen. Dafür brauchen wir Deko. Und Deko zwischen Tibiche. Ist gut teuer, aber der bringt schon mal 3 Ansehen. Und der ist auch groß, ne? Und ich will den Tisch hier eh umstellen. Ich hab gedacht, hier so ein Teppich und die Tür. Quasi als Eingang. Und dann mal gucken, ob ich das später hier so rumkriege. Mal gucken. Aber den können wir ja schon mal hinstellen. Ich meine, das ist ja auch teuer, wenn man alles auf einmal baut. Aber ja, Ansehen ist schon höher. Und umso mehr Ansehen, umso mehr Geste, ne? Da steht der Tisch jetzt hier falsch. Aber ich muss erstmal den Laden größer machen. Das geht so nicht. Mal gucken. Vielleicht alles ein... Es reicht ja, glaube ich, erstmal eine Wand anbauen und dann alles ein runtersetzen. Dass hier oben quasi so der Gästebereich ist und der kommt dann halt auch noch extra. Eins nach dem anderen. Aber die beiden sind echt voll beschäftigt, ne? Ja, aber komm, wir machen trotzdem gut gewinnen, trotz der hohen Ausgaben. Sehr schön, wir brauchen ja auch definitiv mehr Sitzplätze. So ist es nicht. Aber ich baue hier nichts mehr um, während der Laden läuft. Das geht nicht anders. Sehr schön. Durchschnittlich haben wir halt 68,6 Gäste. So, 15er von den Fässern. Ja, von Lebensmittel auf der Karte. Vom Prestige, von Forschungsbaum. Wird alles mit angelockt, ne? Von besonderen Eigenschaften des Personals. Und 7% vom Musiker. Ja, der lockt definitiv auch Gäste an. Dessen ist der Laden auch so voll hier. Ah, da haben wir noch genug. Hier ebenfalls. Oh, Gäste dürfen noch kommen, oder? Mhm. Die beiden sind voll ausgelastet. Mhm. Gut, dass ich 2 habe. Oh, wir stehen wieder unter Jesen. Komm, wir sind trotz des ganzen Bauens. Gleich schon wieder auf 300. Ah, das läuft ja richtig gut hier. Jetzt sind wir auf 300. Sieh schon, yo, mein Junge, komm rin, bring Geld rein. Der Musiker steht echt den ganzen Tag, wie es aussieht. Ah, den Bräute bestellen wir doch gleich für morgen auch wieder ein. Geht gerade nicht. Ich will erstmal nur einen, das reicht erstmal. Okay, der muss ihn wohl jeden Tag neu bestellen oder so. Oder wenn er da rum ist. Muss ich googeln? Aber Essen hat Lüft aber auch, du. Wir sind bei 355. Und neu bestellen brauchen wir nichts. Nö. Es läuft alles noch. Gut, das dürfen jetzt auch die letzten paar Gäste sein. Aber die haben alle nochmal gut, der hat nochmal gut gegessen. Das freut mich. Essen kann man also auch ruskeln. Das mag ich. Hier kann man so einiges nach und nach frei arbeiten. Schön. Ehrlich. Ja. Okay, aber wie gesagt, das dürfen die letzten Gäste sein. Die dürfen jetzt gehen, neue dürfen jetzt nicht mehr kommen. Wir haben gleich Sperrstunde. Glaube ich nicht. Aber sie kriegen auch schnell die Tische leer geräumt. Das freut mich. Jo, jetzt gehen die letzten paar Gäste. Wunderbar.
Essenverkauf 13, hat knapp 304. Getränkeverkauf 176 und Boni ist vielleicht ein Trinkgelder. Trotz den Käufen und dem Musiker. Das gab einen dicken, fetten Gewinn. Unzufriedene Kunden haben wir keine. Immer mehr. So, kann ich einen neuen bestellen für den nächsten Tag? Kann ich nicht. Oder bleibt das so? Kann natürlich auch sein. Das müsste man ausprobieren. Aber wir stehen, brauche ich nichts Neues. Nein, da ist Luft. Wunderbar. Ich bin nur überlegen, wegen dem Teppich. Ich müsste dich mal gucken. Bauen. Erstmal hier nur Mollenwände. Dann müsste ich quasi einmal von hier erstmal einen länger ziehen, weil das kostet ja alles Geld. Den müsste ich denn quasi... Weil das geht übelst ins Geld. Ich kann keinen Fußball mehr leisten, ne? Was kostet der Fußball? Ah, Fußball ist umsonst, okay. Muss aber trotzdem noch einmal... Das kostet aber auch noch Geld, aber das geht noch, ne? Sehr schön. Gut, jetzt sind wir zwar pleite, das ist aber nicht schlimm. Das holen wir locker wieder rein. Will eigentlich im Moment erstmal nur... Mach mal das Baumenü hier zu, ist doch... Eigentlich nur das hier, so ungefähr. Ein bisschen runterstellen. So. Kann man leider keine Lampen mehr leisten. Das könnte zum Problem werden. Aber sie sitzen ja noch so einigermaßen im Lichtkegel, ne? Das geht noch. So, ein bisschen Platz dazwischen brauchen die Herrschaften ja auch. So. Wunderbar. Halt, 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 halt. Das geht so nett. Der steht schief. So. Und den einmal hier runter. Sehr schön. Aber wie gesagt, hier will ich keinen Tisch hin haben. Ah, hier müsste später auch Licht hin. Noch geht das. Das müsste aber später sowieso noch weiter. Die Bühne kann ich denn erstmal ein bisschen, weil die steht mir zu dicht an der Küche, da hinsetzen. Und dem müssen wir erstmal wieder Geld verdienen, würde ich sagen. Oder? Wir haben alles da, ne? Ja, auch Essen und so, das Lüftgeld kommt rein, auch wenn wir gleich erstmal wieder im Minus sind, weil wir Gehälter so zahlen müssen. Aber das dürfte locker wieder reinkommen. Müssen wir das Stück erweitern. Hier vorne müssen wir auf jeden Fall, können wir uns jetzt bloß nicht mehr leisten, noch Fenster reinbauen. Das kriegen wir aber schnell hin. Heute sind wir beim Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Bye, bye.